Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoLP100, der mit der Zahl hinten dran, und wir spielen Portal 2. Wer bei mir ist, spielt keine Rolle, er muss nur einfach mitmachen, denn wir sind in the order of things. Oh, one. Aber nee, es wäre ja 01. Sehr frech. Oh, one. 01. Oh, one. The order of things 01, das ist Denglisch. Ist mir egal, ich bin in Germany, da kann ich auch Denglischen. So, guten Tag, ich bin auch dabei. Und wir gehen mal, ach du Scheiße, hier rein. Oh Gott, nee, ich weiß nicht, ich gehe wieder raus. Tschüss. Das war's, bis dahin. Ja, macht's gut. Tschüss. Und bis dann. Okay. Mal gucken, ob ich mich dran erinnere, ob ich jetzt hier Black Sea kurz oder nicht. Also hier müssen Kugeln und Würfel platziert werden. Ist ein Traum. Das steht schon mal fest. Wenn ich hier rüber gehe und drücke hier drauf, was passiert dann? Warte. Geh nochmal rauf. Da oben ist dann ein Häkchen. Siehst du? Dreh dich um. Da, genau. Ah. Da ist ein Häkchen. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier rauf gehe. Nee. Warum kriege ich kein Häkchen? Ich will. Ach doch, warte, da hinten ist ein Häkchen. Da oben ist ein Häkchen. Aber. Okay, the order of things. Wir kriegen da schon irgendwas hin. Warte mal. Die Order heißt ja die Reihenfolge. Ne? Das heißt, wahrscheinlich muss man irgendeine bestimmte. So. Geh mal kurz nach hier hinten. Alter. Ich glaube. Ah, da war ein Schalter. Wo? Was? Ich hab hier ein Ach, du bist auf deiner Seite drüben. Ich bin auf meiner Seite drüben. Okay, okay. Ja, bei mir da oben, ich habe hier mehrere Was Schalter. Zur Hölle? Wie komme ich zu den Schaltern? Wartet mal. Jetzt kann ich hier einfach hüpfen? Nee. Kann ich vielleicht. So. Ah. Nein. So kann ich. Flup. Hey! Ich bin dagegen gesprungen und es hat nicht funktioniert. So, ich habe jetzt irgendwas activated. Ich will nicht, dass du irgendwelche Sachen aktivatest. Aber ich weiß nicht, was ich aktiviere. Auf Sachen zu aktivieren. Ich habe hier nämlich auch einen Knopf, aber gegen den kann ich nicht einfach. Ah, ich habe einen Würfel bekommen. Okay. Könntest. Nee, das haut nicht hin. So, okay. Also ich habe hier einen Würfel. Okay, damit kann ich irgendwie noch nichts anfangen. Womit kann ich denn dann was anfangen? Ich habe hier so, das ist alles so unübersichtlich. Bin gerade. Bei dir laufen schon irgendwelche ganzen Traktorenstrahlen und so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Warte mal, da ist ein Knopf. Oh, ich habe einen Knopf. Hä? Ein Aufzug. Zum nächsten Knopf. Ich habe noch einen Knopf. Was ist das? Das ist da oben das Ding. Okay. Das kannst du jetzt irgendwie benutzen, kann das sein? Ach nee, weiß nicht, warte mal, ich kann ja hier durch. Ach nee, das ist bloß, du hast glaube ich eine. Hier, diese Wand da hast du glaube ich bloß aktiviert. Die wir brauchen für. Weiß ich nicht. Wofür brauchen wir so eine weiße Wand da oben? Ich habe keine Ahnung. Guck mal hier. Was habe ich hier jetzt erreicht? Warte mal, vielleicht sollten wir unsere geballte Intelligenz ja mal bündeln. Ich komme mal mit zu dir rüber, damit das. Ich habe nämlich echt überhaupt keinen Plan, was das hier werden soll. Ah, okay. Ja, guck mal. Ah, nee, weil was ich hier, also bei diesem Ding erinnert es mich immer, dass man da drüben meinen Traktorstahl von drüben knallern kann. Da was dagegen. Und dann drückt er was dagegen, richtig. Vielleicht reicht ja auch schon der Traktorstrahl selber aus. Um und ich Knopf zu kann rücken. Dir sogar den Traktorstahl rüberschicken. Warte mal, ich schicke dir den mal rüber. Ich glaube nicht, du gehst ja immer durch dieses komische Tor. Nein, dann ja halt nicht mehr. So. So, da hast du ihn. Ah. Ah, this is amazing. Amazing. Was? Hast du eigentlich... Hast amazing. Du hast du... So, reicht nicht. Es reicht nicht. Du bräuchtest natürlich noch irgendeinen Würfel oder was dagegen. Vielleicht muss ich dich dagegen drücken. Naja, das geht nicht, aber weil. Nee, es klappt ja dann bloß diese kleine Tür hier aus. Mehr macht's ja nicht. Das ist also scheiß. Warte mal, ich hab nicht. I have an idea. Naja, mach mal. Sehr gut. Komm schon! Guck nach unten.
Hä? Ich will die Murmel da haben. Es hilft nicht. Hm. Er lässt mich nicht. Das ist ja toll. Ist das ein Bug? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das muss so. Digga, was soll denn das? Ich will die Murmel. It is strange. Ich glaube, die Murmel muss raus und dann müssen wir die Murmel gegen den Knochen. Nee. Nee. Doch, weil durch dieses Dings können wir ja nicht gehen, weil Murmel kaputt. Man kann die Murmel durch so eine Wand hier nicht durchtragen. Verstehst du nicht? Ohne Wolle. Das ist richtig. Ja, Bullshit. What could it be? Ah, warte mal. Ich bewege mich noch ja nicht, Junge. Mach mal bitte, lass mal den Traktorenstrahl da oben raus, please. Ja. Und jetzt muss ich irgendwie in diesen Strahl kommen. Warte mal. Nein, da kann ich, da kann ich. Guck mal, der geht doch über, oder ist es bei, oder sie, ach nee, stopp, sorry. Das war bloß ein Tor aus. Das war eine optische Täuschung. Ich dachte, dass hier diese obere Dingens, dass die weg wäre. Optische Täuschung. Maul. Ja, okay. So, warten Sie, gleich bin ich drin. That's what she said. Yes. Läuft. Und knöpp. So, jetzt könntest du ihn doch mal ausmachen. Hui, ich hab einen Würfel. Hui. Sehr gut. So. Der Würfel muss aber irgendwie... Ach nee, den kannst du ja da reinpacken. Vor dir. Genau. Schön. Jetzt hat es da oben den Haken gesetzt. Ja. Ah, warte mal. Und den zweiten Haken habe ich hier mitgemacht. Oh! Okay, jetzt bist du dran. Okay, warte. Jetzt natürlich extrem spannend. Ich habe jetzt hier einen Würfel, den könnte ich theoretisch durchtragen. Dann habe ich aber... Du guckst mir zu, ne? Ja, ja. Genau. Ich habe hier den Würfel, aber ich habe hier auch noch das Dingens. Das heißt, ich müsste ja eigentlich irgendwo... Na, du kannst doch damit nichts machen. Ja, was bringt's mir? Weiß ich nicht. Also hier oben hab... Wo habe ich denn jetzt das Dingens? Da. Da muss das eigentlich rein. Und dazu muss... Ist da drüben eine Wand? Ja. Okay, also da geht's nicht rein. Gut. Halt. Wie kriege ich den Strahl nach da oben? Weil dann kriege ich da oben ja dann auch dieses etwas raus. Ja. Kannst du den Strahl irgendwie zu mir... Nee, doch. Kannst du den irgendwie zu mir rüberlotsen durch meine komische Wand hier? Den Strahl zu dir? Den Laser, den roten. Ja. Kriegen wir eigentlich deine Wand irgendwie deaktiviert, dass wir vielleicht diesen Würfel, den Laser... Wahrscheinlich auf deiner Seite. Wenn man da jetzt den zweiten... Wo kommt denn der zweite Strich da oben her bei dem... Da runter und in deine Richtung. Ach, bei dir der Würfel, ne? Leg mal deinen Würfel. Ja, genau. Das habe ich auch gerade gesehen, ja. Genau. Und dann geht bei mir, glaube ich, die Wand aus. Genau. Und jetzt kleben wir auf deinen Knopf. Nö. Wo kommt er denn her? Dann haben wir uns verguckt. Tipp, 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 tipp. Oder ist es nicht der richtige? Da. Warte da. Na hier. Das Ding. Ach, da geht das blaue Dings hin. Ja. Ah, nee. Oh. Okay. Ist egal. Nee, kannst ruhig runter. Passt. Oder dein Würfel. Ach so. Ja, Würfel, okay, warte. Sit. Jo. Okay, Biotches. Machen wir jetzt. Gib mir jetzt nochmal deinen Traktorenstrahl rüber auf meine Seite, please. Ach ja, das ist nochmal eine gute Idee. Schauen wir doch mal. Jawohl. Cooler. Cooler. So, Problem an der Sache ist, die kriege ich jetzt nicht in meinen Cooler-Apparat.
Kannst du die da reinstellen? Nee, bringt nichts. Ach, passiert aber nichts. Puh. Geht's da drüber? Nee, ne? Da geht's nicht drüber. Und an denen? Was? Kannst du die Murmel an das, also mit dem Traktorstrahl, an zurück, hoch, da wo die, da wo der Schalter an der Wand hängt. Ja. Da geht ja das Teil nur auf, ne? Ja. Nein, nicht das. Links. Das andere links, genau das. Was? Dass du den Traktorstrahl jetzt mit der Kugel. Genau. Ah. Aber die Murmel muss da jetzt rein, ne? Oder was auch immer. So. Ah, crap. Erstklassig. Oh, das wird nicht. Oh, das wird nicht. Warte mal. Nee, brauchst du nicht. Jetzt die Kugel. So. Aber es ist aktiviert, immerhin. Ja, aber was bringt der Shit? Bringt der bei dir da drüben irgendwas? Weil dieses orangene Teil geht zu dir darüber. Das ist das Laserding. Ach nee, das Laserding ist es ja auch. Sonst sind hier so eine Laserdinger drin. Na, das muss doch irgendwas bringt es doch, hä? Ach, warte mal, hier ist ein Gitter. So, jetzt habe ich deine Wand mal wieder aufgemacht. Ja. Hier ist ein Gitter. Was bringt mir das Gitter? Weiß ich nicht. Das ist ja knifflig heute noch. Das ist nicht knifflig. Das ist knifflig. Das ist es. Das ist es. Aber was bringt's mir, wenn ich hier... Ach ja. Ich hab grad eine Denkblockade. Eine Denkblockade? Eine Denkblockade. Kennst du die? Ja. Jetzt sag doch mal was. Sag doch mal die Lösung. I am Grübeling. Weil, soll ich mal was, auf deine Seite? Ach, warte mal, da oben ist... Ah. Nee, hier oben ist... da oben, da, ja, ist eine weiße Wand. Ja. Und das heißt, eigentlich müsste mein Würfel... Kommt der da auf der einen Seite rein? Der kommt da nicht rein. Wie kriege ich meinen Würfel da oben rein, dass der den Laser, der von da aus dieser weißen Wand kommt... Der kann ja dann direkt hier rüber strahlen. Ja. Das heißt, der muss dort, da ist ein bisschen Luft, da muss er umgelenkt werden, aber ich komme ja da nicht durch. Und ich komme ja da nicht rein. Komme ich da durch oder rein? Warte. Ist das ein Gitter hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Gitter. Und da ist auch nochmal ein Gitter. Jetzt mach's halt. Wir können jetzt, guck mal, die Zuschauer, die wollen ja auch sehen, wie es weitergeht. Wie, jetzt mach's halt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du Pisser. Okay. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal hier Folgendes. Oh oh. Flops. Oh. Und der Ball ist kaputt. Aber na, es kommt ein neuer. Toll. Sei Dank. Na, das war deine Schuld, nicht meine. Jetzt geht er wieder. Abgesehen davon, dass wir zwei. Ja, du kannst dich ja auch bewegen. Ist ja nicht so wild. Kannst ja mal bei mir gucken. Vielleicht fällt dir was auf. Ja. Wie wir. Da richtig fest damit. Da ist die Fett damit, du kleiner Drecksack. Was ist denn eigentlich hier los? Da ist man hier oben drin. Du hast jetzt geh doch nochmal sofort. Bitte. Du hast es nicht geh gesehen, auf deinen Post. Nein. Geh auf deinen Post. Alles rausschneiden, ne? Geh rüber. Du musst die Gitter wegmachen. Wir müssen wieder dasselbe machen wie beim letzten Mal. Ja, geh rüber. Erzähl nicht. Mach. Du Vollidiot, Mann. Ich hab das nicht gesehen. Entschuldige bitte. Hab ich das nicht gesehen, Mann? Aber deswegen solltest du ja rüberkommen. Leuchtet ja bloß mit drei leuchtenden Punkten. Es sind drei Squares. Ich geh da rüber und Gott sei Dank haben wir das auf Video, ey. Das ist ja unglaublich. Was heißt denn hier unglaublich? Du bist ja so schlecht. Du bist ja so schlecht. Ich schlechte dir gleich ein paar. So. So. Sehr gut. Ich nehme mal meinen Würfel. Ist die Gitter weg? Ich nehme meinen Würfel und gehe mal hier nuff. Läuft. Du musst es halt anhalten, ne? Irgendwie. Wie hast du das jetzt geschafft, da durchzufliegen? Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich bin irgendwo dagegen gesprungen. Ich habe nichts gedrückt. Vielleicht ist das...
Der Fehler, des, ja. Des Rätsels Lösung. Aber ich habe jetzt diesmal nach hinten. Mal, versuch doch mal in irgendeine Seite zu lenken, dass du so seitwärts in den Gang reinfliegst. Ja, jetzt hängst du irgendwo. Ja. Flomps. Ich wusste gar nicht, dass man hier reinkommt. Also gut. Echt, das wusstest du nicht? Naja, das musste ich für dich rausfinden. Ne? So. Da musst du einen Laser rauskommen lassen. Ja. Die Stell Frage. Mal den Würfel da noch nicht hinstellen. Erstmal zur Seite. Na, das Dumme ist, wie komme ich nie wieder raus? Ach, da wahrscheinlich. Nee. Doch, da komme ich. Ach, da kann man dann. Ah, ja, sehr gut, warte. Na gut, ja, passt. Ist egal, ist richtig. Ist ja richtig, genau. So. Ein bisschen niedriger den Laser vielleicht rauskommen lassen. Dein erstes Tor ist scheiße gemacht. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Na klar, kommst du ja wieder raus. Sag mal keine Memme. Oh. So, jetzt machst du am besten das Tor ein bisschen besser. Aha. So ein halbgeweigtes Gedöns. So. Oh. Ja, Maul. Ey, du hast die Plattform nicht gesehen, die Sprungplattform. Was soll ich noch sagen? Du hast dich selber am tiefsten in die Pfanne gehauen. Von allen. Ich krieg hier Herpes. Ich kann jetzt nur von hier schießen. Komm schon, Stief. Und ich hätte es unten schon. Nee, es ging ja auch nicht. Und wenn der Laser immer zu hoch ist, dann mach doch mal das. Ich kann es doch nicht drehen. Ich kann doch nicht drehen. Geht doch nicht. Wenn ich jetzt nach oben hüpfe, bin ich tot. Ne? Das ist einfach. Du kannst ja auch immer wieder erstmal den Traktorenstrahl wieder. Ah ja. Er kommt zu schief. Na, dann stell. Nein, stell, ja, leck mich am Arsch, Alter. So. Ah, da kommt eine Kuller. Und jetzt? Du musst jetzt deinen Traktorenstrahl wieder machen. Aber ich könnte ja dir. Oder muss ich mir die Kuller nehmen? Ich muss mir, glaube ich, die. Ah, ne, geht ja nicht. Nee, lass mal. Ich habe schon eine Idee. Ich will ja nicht sterben. Das ist ja egal jetzt dann, ne? Ist das die Kuller wieder weg? Nein. Ach nee, die Kuller hat die hinter. Alter. Aber ich glaube, die Laserwand überlebt die Kuller nicht. Wir lassen mal den Würfel hier oben. Obwohl wir den wahrscheinlich brauchen, wa? Ich glaube, jetzt musst du die Kuller nehmen, weil ich kann nicht hier drauf bleiben und deine Wand weiter wegschalten und musst sie durch das Ding da in die Mitte fallen lassen. Quasi da ein Portal hin und hier ein Portal hin. Nicht? Alter. Ach, du guckst quasi nicht, okay? Nee, warte, ich muss mal gerade hier. So, hast du jetzt weggemacht? Sehr gut, lass mal. So, guck mal hier, da ein Portal oben und hier und dann kannst du einfach in die Mitte droppen. Warum? Ich kann doch jetzt hier. Ja, weil ich doch. So? Ja, aber verstehst du mich denn nicht? Warte, ich will was testen. Jetzt, warte, bleib stehen, beweg dich nicht. Maul! Hey, es hat funktioniert. Alter, dieses ganze Mambo-Jumbo von Leuchtlinien hier. Ja, ne? Also da unten ist schon mal alles schön. Also bei also mir ist toll. Du hast gewonnen. Du kannst dich quasi zurücklehnen jetzt. Ne? So, dann mach mal. Ach ja. Okay. Aber ich glaube, so kriegen wir deinen Würfel hier raus, ja. Nee, kriegen wir nicht. Weil meine Wand kannst du ja nicht wegmachen. Ist ja bis heute nicht rausgefunden, wie das geht. Und durchziehen geht auch nicht. Aber ich meine, das. Ja, stimmt. Da oben. Oh. Ach nee, da kam der Würfel raus. Okay, also die Knöpfe habe ich alle gedrückt, das passt. Da würde eine Kuller rauskommen. Eine Kuller habe ich ja auch noch. Ja. Wir müssen uns gucken, wie wir jetzt deine Sachen rüberkriechen. Ja. Irgendwie. Und die kriege ich mal rüber. Der Laser ist weg. Ich bin ratlos.
Also meine Idee wäre jetzt wirklich, dass man sagt, okay, da oben knallt man ein Portal an und ich muss gucken, ohne jetzt, dass ich hier durch diese Wand muss, wie ich ein Portal auf die andere Seite bekomme. Das wäre meine Logik. Ja, und deine beiden Sachen, Würfel und Murmel. Ja. Mein Portal scheint nicht abschaltbar zu sein, oder? Das befürchte ich auch, ja. Oder warte mal. Wir haben... Dann sehen wir irgendwas noch nicht. Was ist denn eigentlich, wenn ich... So? Nee, das ist einfach nur, dann aktivierst du meine Seite von der Tür. Ja. Hm. Doof. Puh. Was hat eine Apu damit zu tun? Sehen wir irgendwas nicht? Da ist auch schon alles an. Und das, ich verstehe vor allen Dingen die Bewandtnis von dem Teil da, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum sollte diese Plattform ausklappen? Was soll mir das bringen? Ach ja, die hat doch da oben, doch, die hat da bei dir drüben die Laser ausgeschaltet. Das war das Einzige. Ich frage mich trotzdem, warum da eine Plattform ausklappt. Das geht mir nicht ein. Tja. Ich habe ja gerade keine aktiven Portale, die irgendwas machen, ne? Ne, irgendwie nicht. Warte mal. Mhm. Okay, jetzt können wir vielleicht beide dran arbeiten. Auf der Seite irgendwas zu machen. Pass auf, jetzt finde ich wieder irgendwas, was du noch nicht gesehen hast. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber bei mir gibt es auch nichts mehr. Vor allen Dingen, das hier alles. Wofür ist das hier alles? Das habe ich gebraucht, oben hinter dir. Da oben war ein Schalter. Ah ja, okay. Egal. Aber das... Wofür ist das da? Eine Sprungplattform. Hüpft nicht gegen. Was? Ah ja. Gut zu wissen. Dass es Signaliduna gibt. Dauerwerbesendung. I don't have a clue. Mach nochmal das Komplettlösungsbuch auf. Okay. Was wir immer benutzen. Okay, das machen wir. Am besten in der Pause, dann hören sie uns nicht blättern und wir müssen uns hier nicht so, ne? A shame on our head. Hör auf zu blättern. So, ja. Ich sag einfach mal, vielen Dank fürs Einschalten. Wir müssen mal jetzt hier gucken, wie wir das lösen. Wird wahrscheinlich 2 Tage dauern. Ja. Und dann präsentieren wir die Lösung in der nächsten Folge. Aha. Finde ich auch. Ist eine gute Zeit. 23 Minuten, alles rund. Finde ich auch. Ja, was soll ich noch sagen? Wiederschauen. Rinnihauen.